woman to my mother before I was born. You gotta try it now, man, baby. Nachdem ich letztes Jahr wieder in Amerika war und dann ein paar Sessions teilgenommen habe, hatte ich einfach einen alten Gedanken wieder aufgegriffen, den ich aus Zeitgründen früher nicht gemacht habe, endlich mal wieder Blues-Sessions zu spielen. Und dann kam mir die Idee, das Blues-Café zu Hallein zu organisieren. Und der Erik hat mit mir von Anfang an geprobt. Genau, es war eine tolle Idee, dass man einfach zusammenkommt. Jeder, der will, jeder, der möchte, ob er jetzt mitspielt, ob sie jetzt singt, ganz egal, auch nur zum Mithören. Ja. Einfach ein tolles Miteinander. Genau. Es ist wirklich eben etwas, was auch für die Gemeinschaft, auch eben hier gab es früher das Folk-Festival, hier gab es das Akustik-Gitarren-Forum, wo ich auch dabei war, da gab es schöne Blues-Konzerte. Es gibt also irgendwo hier Leute, die Blues spielen. Oder auch Rhythm and Blues, und wir wollen auch viele Junge und auch Frauen ansprechen, denn es gibt auch Blues-Frauen. Wir spielen zum Beispiel von den alten Sachen aus den 20er Jahren, spielen wir zum Beispiel How Long Blues. Dust My Broom. Dust My Broom ist aus den 30ern. Rhythm and Blues gehen wir rauf auf Sitting on the Dock of the Bay von Otis Redding. Wir machen aber auch Get Back von den Beatles. Weil das ist einfach eine super Rhythm and Blues Nummer, und wir machen Hoochie Coochie Man, wir machen also schon ein paar Klassiker. Letztendlich kann jeder sehr schnell einsteigen, und das ist irgendwie so das Tolle. Natürlich mit dem Blues-Feeling im Hintergrund, dass ja, manche halt sehr stark aufgesogen haben und das dann natürlich gerne pflegen. Für mich ist einfach der Sound der Gitarre und der Stimme und der Harmonika das Entscheidende, was mich geprägt hat, und deswegen habe ich mir auch alte Gitarren besorgt, die diesen Sound haben, und da gibt es viele, ganz viele Künstler, die ich heute noch höre, und natürlich höre ich auch andere, ich höre auch Klassik und Jazz, aber Blues ist das, was ich einfach für mein Leben gern selber spiele. Die habe erst mit 55er Gitarre in den Handdruck gekriegt und habe dann einmal angefangen Blues zu spielen und bin draufgekommen, dass der Blues einfach schön ist, und die Geschichte ist das Interessante dabei.